dadurch relativ gut unterdrücken. Also das ist vor allem fürs Unterdrückungsfeuer. Aber im ersten Moment denken ja, Unterdrückungsfeuer mit 12,7 mm Browning, ja, aber doch, das hat schon Einfluss. Also es schießt vor allem schnell. Es hat jetzt mittelmäßige Werte allgemein, so in der Realität auch, aber es ist halt relativ, ja, das ist normal, dass wir alles das Mögliche verlieren, das ist in Ordnung. Ah, und da kommen schon die ersten Raketen wieder. Ne, der wird wahrscheinlich gleich sterben, ja, das war klar. Aber wir können trotzdem mal die Infanterie da töten, das können gar nicht, dass sie da rankommt hier. Ja. Ne, ne, die Milan, die ziehen sich unsicht zurück, das ist in Ordnung, aber das gefällt mir trotzdem nicht, dass die ja so nah rankommen. Also noch ein bisschen mehr Infanterie hier runter. Dann nehmen wir mal Jäger. Jäger sind billig. Hier fehlen mir auch schon Panzer. Warum eigentlich? Muss ich glaube ich nicht verstehen. Ja, die Infanterie. Was machen denn unsere Chasseur hier oben? So, die können wir eigentlich mal aufhören jetzt. Das ist jetzt sowieso egal. Das Ding ist leer. Schnell bewegen nach Hause. Und wieder auf. Was haben wir hier nicht rumstehen müssen? Chasseur vom Mast zerstört, das ist aber nicht nett. Das ist nicht nett. Ja, fuck, zerstört das nochmal. Wie gesagt, davon gehe ich jetzt eh fest aus. Natürlich sind jetzt ohne ihre Infanterie auch nicht so dolle, aber erstmal Platzhalter. Glaube ich gerade sinnlos, das ist auch nicht so toll. Na kommt, stört ihn mal. Sehr schön. Wir bräuchten hier auf jeden Fall noch mehr Aufklärer. Wo ist denn noch der erste da? Aufklärer. Nehmen wir mal einen Bradley CVF. Der hat nämlich auch noch die Türme dabei. Die kommen ja wirklich durch die Mitte durch. Hier wird der Milan zerstört. Ja, jetzt sind sie nah genug rangekommen. Ah, ihr geht mal da weg. Aber wir bräuchten wirklich noch mehr Infanterie. Und mir gefällt auch nicht, dass die da alle so. Da müssen wir die Chasseur ran. Was? Artillerie schon wieder? Wir schießen die hin? Ach, wir haben doch noch Verstärkung hier, verdammt, ich bin auch blöd. Aber da kann jetzt eigentlich mal. Können die jetzt mal ran, macht den Uragan zerstören. Die haben da zwar Luftabwehr, aber. Oh, und da kommt. Luftunterstützung. Los, auf sie, tötet sie! Ich schneide an, bitte. Die dürfen ja nicht mehr ewig eigentlich Abwehrwaffen haben, also hier Panzerabwehrlenkraketen und diesen ganzen Mist. Sehr schön, das Ding ist Schrott. Was laden. Die schießen jetzt einfach zusammen. Gut, soweit, so gut. Jetzt werden wir mal ein wenig unsere Flanken absichern müssen. Also schicken wir dann mal unsere Panzergrenadiere einfach mal hin. Die stellen wir da hin und dann brauchen wir ein wenig Luftabwehr. Luftabwehr, Luftabwehr. Nehmen wir zwei Rolands. So. Ja, die müssen eigentlich auch gleich überholt werden, hoffe ich mal. Jo. Gut. Sieht ja bis jetzt eigentlich noch ganz ordentlich aus. Jetzt kommen die zwar langsam mit Infanterie an, aber. Nee, nicht mein. Lustiger Surfermast, mach die mal platt hier. Wir können ja doch ein bisschen durchschießen. Nur keine Scheu. Ist halt Panzerabwehrlenkraketentrupps, die haben jetzt nicht so viel Chancen gegen normale Infanterie. Also, wenn das jetzt Mutti-Strecke wären, wäre es wahrscheinlich schlimmer. Aber, ja. Ist es nicht, also nicht so schlimm. Vorgeschobene Einsatzbasis, oder oben schon wieder. Da drüben wahrscheinlich. Ja, Echo. Wir müssen Echo noch ein bisschen sichern. Also hier stellen wir vielleicht doch mal ein paar Valois. Ja, da stehen wir mal Valois hin. Eigentlich solltet ihr auch gar nicht landen. Ihr solltet ihr eigentlich killen. Chasseur von Masse geht heute da hoch. Bitte. Transportpanzer. Wir teilen es jetzt einfach auf. Und wo sind die da in meiner 13? Die haben nämlich hier zum Beispiel nur 7,62. Ist ein MG3 natürlich. Ich hab meinen Aufklärer erwischt. Ach,
jetzt geht's los mit den Raketen. Ja, ja. Das ist halt der Nachteil bei den... Also, Nachteil. Der Vorteil von den Russen, der Nachteil von den NATO-Truppen, die haben halt keine so guten Raketenjagd... Also, ja gut, die haben Raketenjagdmann, aber die Russen haben halt wirklich bei jedem Infanterietrupp haben die... Quatsch, Infanterietrupp, eben Panzer haben die obendrauf nochmal Raketen gebastelt. Romeo, jetzt wird's doch langsam... Ja, 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 die sind schon da. Die sind schon da. Ich habe das doch schon fast vermutet. Also, jetzt wollen wir noch ein paar Panzer hinstellen und dann nehmen wir mal Chieftains. Nehmen wir die günstigen. Und ein Aufklärer wäre nicht schlecht. Und dann müssten wir ja eigentlich schon langsam diese sekundären... Nee, noch nicht ganz, aber ich denke mal, so nach 20 Minuten werden wir das hier abschließen. Wir können eigentlich auch mal aussteigen. Der Feind ist in Reichweite, wir aber auch. Mann, seid ihr schon. Aufteilen könnt ihr euch auch mal. Gut. Soweit, so gut. Hier kommt wohl die Strecke raus. Jetzt wird es schon langsam lustiger. Aber die sehen uns anscheinend noch nicht so wirklich. Jetzt sehen sie noch nichts. Wo sind sie sich betäubt? Ja, so wie Stein. Mindestens, oder? Nicht. Die treffen nicht. Doch. Jetzt haben sie getroffen. Jetzt haben sie zwei getroffen. Egal, und AMX 30 B2, wo ist das denn? Jetzt gewesen. Da. Keine Ahnung, wo das jetzt war, genau. Hatten wir irgendwo Panzer exponiert? Sieht fast aus wie oben. Keine Ahnung. Ach, hier sind wir noch keine Aufklärer mehr. Aufklärungshubschrauber. Ja, also es hält sich bis jetzt alles noch in Grenzen. Erstmal drücken zu fliegen und eigentlich auftanken. Milan hat auch keine Raketen mehr. Ach, hier kommt auch schon was. Was kommt denn da Schönes? Oh, nichts Schönes. Also, Unterstützung... Chaparral, nee, die man misst. Wir nehmen noch Rolands. Aber mal 4 Stück. Und dann sollte das eigentlich reichen. Gut, das müsste dann wirklich von unseren Truppen her in Ordnung sein. Wir dürften auch keine... Kommandofahrzeuge eigentlich verlieren, denke ich mal. Und damit lassen wir jetzt einfach mal die Punkte hochrattern, dass wir die 2000 Punkte erreichen. Das müsste dann auch gut abschließen mit unseren 15 Minuten diesen Punkt halten. Sieht eigentlich bis jetzt ganz ordentlich aus. Die Milan bräuchten halt nochmal Versorgung. Haben die denn... Da fährt auch schon. Gut. Jo. Soweit so gut, war. Motostrelki. Wo sind denn die? Da sind sie. Die Jäger. Ja, ihr könnt eigentlich schon die Schleife ziehen. Konkurs. Ah. Ne, da zieht euch nicht zurück. Da macht einfach mal mit. Baller da drauf. Na, jetzt wird es aber gerade für meinen Kommandofahrzeug ein wenig heiß. Ich hoffe, da ist keine Infanterie drin. Sieht aber nicht so aus. Chieftain wurde zerstört. Das ist schlecht. Ja, natürlich jetzt hier die... Ja, die stehen natürlich auch auf dem Feld. Und die Rolands feuern zwar schon, aber einen haben sie natürlich nicht retten können. Schade drum. Aber gut. Hätte ich auch eher dran denken können. Na gut, wir haben einen Chieftain verloren. Ja, aber sonst... Davon abgesehen. Natürlich sind mal Jäger gegen Motostrelki. Natürlich eine blöde Mischung. Abgesehen davon, dass die zwei wegstehen. Ja, das dürfte ein Schlachtfest werden. Bis jetzt geht's ja noch. Aber ich stelle nicht mehr was hin. Geht sogar. Ich bin ja begeistert. Die Jäger stellen sich diesmal aus. Achso, die haben Unterstützung noch. Ja. Ja. Und nicht alleine wegfahren. Ja, stopp, da bleibt doch nicht mal stehen. Gut, ja, bis jetzt stehen die sich ausgesprochen gut an, alle. Also, gute Aufstellung habe ich gewählt, muss ich sagen. Bin ich auch völlig begeistert. Punkte sind auch schon relativ weit. Dann dürfte die Mission ja eigentlich gleich zu Ende sein. Ich hätte aber eigentlich mit mehr Panzer gerechnet. Okay, da kommen welche durchgefahren. Hihihi, trotzdem, also. Ah, wieder ein Aufklärer, verliere ich schon. Die mögen meine Aufklärer nicht.
Ja, aber wenn ihr euch vielleicht fragt, warum habe ich die jetzt so verteilt? Wie gesagt, die greifen ja immer ganze Truppen an. Wir machen das ja genauso. Also wenn wir jetzt einfach diesen Trupp hier nehmen und den da angreifen lassen, dann greifen wir alle drei Trupps an. Wenn wir die natürlich einzeln machen, also das heißt immer schön aufteilen. Was? Ja, okay. Wenn wir... Was? Warte. Wenn wir jetzt einzeln... Wo schießt die denn? Ja. Wenn wir die einzeln lassen, dann sind die halt schwer zu zerstören normalerweise. Das ist auch ein unglaubliches Micromanagement. Ja, jetzt geht's auch nochmal los hier. 113. Ach da. Ja gut, die. Ja, die können mal wegfahren. Ja, ja, ja. Schilka. Kannst du überhaupt nichts tun hier eigentlich. Aber die Fabs können nochmal wegfahren. Geht sich schon mal ein bisschen zurück. Aufhören könnt. Jo. Ja, durch diese Verteilung höhere Überlebenschancen. Es sei denn, ich schieße die Artillerie drauf, weil das ist jetzt was, wie ich nicht wirklich. Ja, Artillerie habe ich jetzt nicht wirklich bedacht. Also gegen feindliche Spieler würden wir das locker verlieren, weil wir einfach so schon alles zusammengeramscht haben hier. Da hilft dann auch keine Verteilung mehr. Aber gegen normale Truppen. Ja. Gut. 1500 Punkte haben wir gleich. Ich weiß nicht, ob die erfolgreich jetzt schon sind, aber sieht eigentlich nach meiner Meinung nach da aus. Ihr könnt euch mal irgendwie mit denen anlegen. Ihr habt euch bis jetzt so gut geschlagen, ihr dürft euch gerne noch ein bisschen selbst umbringen. Die Ural sind leer, das lohnt sich aber auch nicht, die jetzt. Obwohl, ja, die können wir ja mit einnehmen gleich. Noch mehr Ural für uns. Die gehen einfach mal davor und machen das jetzt mal. Bis die Mission zu Ende ist, sollten sie es eigentlich auch schaffen, hoffe ich. Ja. Wenn hier von der Seite nichts mehr kommt und von da nichts kommt, danach sieht es eigentlich aktuell aus. Schieben wir mal die. Was fährt jetzt? Ne, nicht der Ural, die Gazellen, sondern mal wieder den Fliegen. Jo, ihr seht schon wieder Panzerwellenraketen, Truppen und wir haben normale Infanterie und die sind sogar jetzt schon relativ erfolgreich und auch schon relativ gut aufgestiegen. Elitejäger. So, und jetzt mopsen wir uns bitte den Ural noch und dann. Sekundärziel erfüllt. Ah, okay, sehr schön, dass das angesagt wird. Gut. Dann dürfte das eigentlich wirklich gleich vorbei sein. Wenn nicht spontan die Welt untergeht. Weil natürlich jetzt mit Atomraketen und so. Nee. Also eigentlich weiß ich, in dem Spiel gibt es normalerweise keine Atomraketen, aber kann ja sein, dass es innerhalb der Kampagne dann doch noch sowas gibt. Da müssen wir dann mal sehen. Na kommt. Na kommt. Ran, ran, ran. Ja, dann macht auch mal. Bewegt euch. Was auch noch irgendwas. Mit der gleich noch schlimm geschossen werden. Nur wegen der blöden Moral. Meine tollen Infanteriejäger. Das muss ja nicht sein. Na kommt. Aber hier kommt auch gerade nichts mehr. Ich bin irgendwie. Das wundert mich irgendwie trotzdem, weil. Schon ein bisschen komisch. Jo. Mops. Weg. Schnell bewegen. Rückzug. Die stehen aber auch bloß blöd rum, ja. Soll uns nicht stören. Ihr geht mal ins Gebäude, bitte. Obwohl, das muss gleich gewesen sein. Das ist ja auch seltsam. Habe ich irgendwas verpasst? Gab es irgendwie einen Waffenstillstand oder so? Komisch. Komisch, komisch. Keine Ahnung, was da jetzt schief läuft gerade, aber... Wir haben nicht mal alle Truppen gebraucht. Ich bin ja schon fast traurig. Ja, wie ihr seht, eine gesunde Mischung aus allem ist doch relativ erfolgreich. Wir haben zwar einzelne Verluste davongetragen, aber ich habe jetzt irgendwie mit mehr Angriff gerechnet. Ist ja ein Kriegsauftakt gewesen. Also eigentlich hätten die Russen uns da auch mehr entgegenwerfen können. Und ich habe irgendwie die Hauptstreitmacht verpasst. Keine Ahnung. Hier liegen einige Wracks rum, aber... Jo, keine Kommandoeinheit verloren. Und wir haben auch keinen Panzer verloren. Also keine schlimmen Panzer, abgesehen von dem einen Chieftain hier unten. Ja. Tja, das war's. Wurde gestoppt, aber der Geheimdienst war davon überzeugt, dass das nur eine Ablenkung war. Das wahre Ziel des Feindes lag woanders. Ja, das glaube ich auch. Das hatte ich auch das Gefühl. Ja gut, hier sind haufenweise Truppen unterwegs gewesen. Schwein gehabt. Tja. Elters Lothringen wird nicht fallen, das stimmt allerdings. 4255 Punkte vernichtet innerhalb von 20 Minuten, das ist ordentlich. Und wir haben verloren...
Ja, 605 war doch mehr als ich gedacht habe, aber hauptsächlich VEBs. Der Bradley war auch schon relativ teuer. Ja, und ein paar Panzer haben wir auch verloren. Hm. Ja, aber es ging eigentlich. Also im Verhältnis zu den letzten Missionen bin ich eigentlich relativ zufrieden. Okay, dann danke ich euch fürs Zusehen und dann bis zur nächsten Runde.